Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play World Things. Heute gibt es mal ein weiteres kleines Wunschvideo für den Matti Kring. Der hat sich unter den letzten Videos mal ein bisschen dazu geäußert, ob ich nicht auch einen 5er Scout hätte. Ich bin mir relativ sicher, er hat danach gefragt, weil er auch selber aktuell, glaube ich, Leopard oder sowas ähnliches fährt. Den guten alten 5er Scout. Ja, und in der Tat, ich habe wirklich in meiner in meiner Garage, die ja nicht gerade so übersichtlich ist, einen 5er Scout gefunden, und zwar den Chefy. Ein Tier 5 Scout von den Amerikanern. Fand ich schon immer ganz witzig. Habe ich auch mit Sicherheit schon, seitdem ich ihn erspielt habe, in der Garage stehen. Es gab ja mal vor langer, langer Zeit eine Chefy-Rally. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Die Leute, die von oder die schon etwas länger dabei sind, die werden sich noch an die Chefy-Rally erinnern können. Für diejenigen, die sich nicht mehr an die Chefy-Rally erinnern können, kann ich schon mal als kleine Vorausschau sagen, ich werde heute vielleicht zwei, drei Ründchen mit dem Chefy selber nochmal fahren, also aktiv jetzt in einem Gefecht, und werde dann zum Ende des Videos hin mal versuchen, noch ein paar alte Videoausschnitte von der Chefy Rally, wie sie damals war, nochmal mit hinzuzufügen. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie reingeschnitten bekomme, aber ich denke, das wird schon klappen. Ja, wie gesagt, Tier 5, Chefy Scout Amerikaner. Leider Gottes ist er, weil meine anderen Panzer hier natürlich immer, oder der Fokus auf die anderen Panzer gelegt sind, nicht mit so einer ganz guten Crew belegt. Also ich habe noch nicht mal eine Lampe drauf, das ist für einen Scout eigentlich tödlich. Aber dennoch werde ich jetzt mal versuchen, hier mal die ein oder andere Runde hinzuzaubern, in der Hoffnung, dass ich da doch ein bisschen was, zaubern kann. Also wie gesagt, keine Lampe drauf, das ist für einen Scout, wie gesagt, die Höchststrafe, die man bekommen kann. Aber nun gut. So, dann wollen wir doch mal schauen, was wir denn hier so ausrichten können. Also, wir sind in einem Tier 7 Gefecht gelandet. Das ist noch fast human. Ihr wisst ja, Tier 5 ist, allgemein die Scouts haben nicht das Matchmaking plus 2, sondern plus 3. Bedeutet, ein 5er Scout landet in der Regel immer in einem Tier 6 bis 8 Gefecht. Jo, so, dann wollen wir mal gucken. Der Leopard ist hier auch noch mit am Start. Cromwell, Hellcats sind auch nicht gerade langsame Panzer. Dann gucken wir mal, ob wir denn hier irgendwie was deichseln können. Ich werde mich jetzt mal bewusst mal von vornherein schon mal ein bisschen vorne in die Mitte reinschmeißen. Vielleicht kann ich ja schon ein bisschen was aufdecken. Ach, fahren wir hier mal querfeld ein. Oh. Oh, hier runter. Jawohl, hier runter. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht ein bisschen was aufgedeckt bekommen, was natürlich sehr, sehr schön wäre. Aber man muss als Scout auch immer natürlich darauf achten, dass das gegnerische Team auch überhaupt in der Lage ist, drauf zu feuern. Aha, dann haben wir schon mal die SU-100 im 1. Dreht sich noch nicht zu uns, scheint also... Aha. Oh, jetzt scheine ich auf zu sein. Es wird schon auf jeden Fall schon mal in meine Richtung geschossen hier. Hab ich ein Scherenröhrchen hier drauf? Wahrscheinlich nicht. Oh! Aue! Was steht denn da hinten? Das fühlte sich jetzt so nach Cromwell an. Da hinten steht was. Babes. Wir vielleicht selber ein bisschen Schaden machen können.
Was ist denn da los? Das ist der Lux. Von da steht ein Hellcat. Vielleicht fahre ich mal irgendwo anders hin. Dann so langsam dürften die geschnallt haben, wo ich stehe. Guck ich doch einfach mal. Guck mal, ob ich nicht hier unten irgendwie was drehen kann. Ja, da unten steht ein Grumble. So, hier vorne muss irgendwo eine Hellcat stehen. Ja, 1 zu 4. Schade eigentlich. Ich habe jetzt nur kein Interesse daran, dass die mich hier vorne jetzt gar nicht weghauen. Freunde, 1 zu 5, das kann doch nicht sein, ey. Was steht denn hier oben? Ah, der Lux. Vielleicht kann ich ja noch den Lux ein bisschen ärgern. Oh oh, oh oh. Feuererlaubnis erteilt. Wirkungstreffer. Funke ausgefallen. Signalreichweite verringert. Ja, ich glaube, das bringt dir nichts. Ich glaube, ich muss hier weg. Ah! Ach, shit! Ja, schade, schade. Ja, also ohne Lampe ist halt echt ein bisschen schwierig, aber das Team, muss ich auch ehrlich sagen, war jetzt nicht gerade der Oberknaller. Nui ganz alleine, so weiter Front. Keine gute Idee. Hier hinten wird rumgekämmt. Aber im Endeffekt vielleicht taktisch auch gar nicht mal so unklug, weil man muss ja nur auf Zeit spielen. 150er hier mit der Derp Gun. Müsste auch nur mal schießen, ne? Das wäre schon hilfreich. Na gut, solange sie überleben, soll mir das relativ egal sein. Ich gucke jetzt mal kurz. IS ist noch full life. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. A44 und Komet, ja. Eigentlich schade. Weil normalerweise, gerade der A44 ist ja ziemlich gut gepanzert, da würde ich mal lieber nach ein bisschen nach vorne fahren und ein bisschen Bewegung ins Spiel reinbringen. Aber gut, jeder spielt so, wie er möchte. E25 gegen Komet, da haut der E25 definitiv den Kometen weg. A44 mit der leichten Kanone. Tja, der A44 scheint dann jetzt auch Geschichte zu sein. Ach, die haben zwei SU-100 M1. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, der A44, was macht er denn da? Er schießt ein eigenes Team. Naja, gut. Kann man machen. Ja, die beiden da hinten sind leider Gottes wirklich ein bisschen fehl am Platz. Ach du Schande, der Tiger ist ja noch full life bei denen. Hoho. Egal, vielleicht kriegen wir es auf Zeit hin. Ich vermute es zwar nicht, so wie es jetzt momentan aktuell aussieht, aber egal. Und tschüss. Jawoll. Ja, die beiden hier vorne, also VK-1301H und T-150, ist schon krass, was die dann nicht bieten.
So, T25-2 ist Lowlife, FV-304 könnte noch ein bisschen was richten, wenn die denn alle noch was machen. Aber den T150, den muss ich mir mal angucken, ja. Der schießt jetzt nicht ernsthaft mit HE. E25, ja, dann nimmt jetzt den 3001 auseinander. Der Tiger nimmt den 150er auseinander. Ja. So, der ist Geschichte. Gucken wir mal, was unsere IS macht. Die ist ja auch noch full life. Ja, das wird aber nichts mehr. Schade eigentlich. Aber egal. Der müsste nur noch einmal resetten. Wäre das Ding sogar fast gewonnen. Wenn auch nicht verdient, aber es wäre gewonnen. Aber ich vermute mal, unsere IS schafft es nicht. 13, 12. Yes! Ja. Oh mein Gott. Also IS, wenn du im Spiel schon nichts auf der Reihe gekriegt hast, aber das hast du vernünftig gemacht. Sehr schön. 9 zu 14. Alles klar. So, jetzt haben wir noch genau eine Minute. Seltsamerweise ist die Uhr seit der Gamescom ja ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht passend gelaufen. Ja, das ist, jetzt ist verloren. Das ist eigentlich klar. Ja, nimm die doch auseinander, du Lappen. Schieß doch. Mann. Oh mein Gott. Tja. Schade, schade. So ist es leider Gottes. Also wie gesagt, die Uhr ist irgendwas seit der Gamescom ist da nicht so ganz richtig. Was ist das denn für ein Scheiß? Probemedaille. Für die Aufklärung feindlicher Panzer. Aha. Oh gut. Kann sein. Ja. 95 Schaden leider Gottes selber gemacht. Wie viel haben wir denn aufgedeckt? 3. 249 Schaden ermöglicht. Tja. Schade. Schade, schade, schade. Ich hätte echt gedacht, da kommt ein bisschen mehr. Cromwell hat auch leider seine Position ein bisschen verfehlt. Komet auf jeden Fall. OI hat gar keinen Schaden gemacht. Das ist auch gut. Naja. Schade, 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 schade. Egal. So, neue Runde, neues Glück. Ja, ich sagte es ja eingangs schon, die Chefirelli, die weiß ich nicht. Die liegt mit Sicherheit schon, boah, 2 Jahre zurück. 2, könnte gut sein, ja, ja. Ja, so 2 Jahre. Chefirelli war eine sehr interessante Geschichte. Und zwar, das werdet ihr auch nachher sehen. Zwar hatte die Chefirelli, man ist 1 gegen 1, nee, ich glaube, 3 gegen 3 ist man gefahren. Auf so einer Rallye-Bahn, sah aus wie so eine Kartbahn mit Springen und Hüpfen und so. Und das war eigentlich ganz witzig. Und da hat man damals eine Belohnung für gekriegt. Es gab, glaube ich, eine Mission. Wenn mich nicht alles täuscht, wo man, ich meine 45.000 freie Erfahrungspunkte bekommen hat. Und diese 45.000 freien Erfahrungspunkte, die hat man natürlich logischerweise mit oder auf den Panzer bekommen, mit dem man das letzte Gefecht, also die Erreichung der Medaille logischerweise geschafft hat. Und naja, jetzt habe ich seitdem 45.000 freie Erfahrungspunkte auf dem Chefi und weiß irgendwie noch nichts damit anzufangen. Ist natürlich nicht das Nonplusultra. Oh, 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 ich bin auf. FV-304 liegt am Start. Jetzt muss ich mal gucken. Aha, aha, aha.
natürlich jetzt extrem wenig Feuerkraft hinter mir. Ah, vielleicht schaffe ich wenigstens alleine mal ein bisschen was zu... Ja, immerhin. Den einen oder anderen Schadenspunkt. Oh, habe ich ihn gekettet? Oh, jetzt habe ich ihn gekettet. What? Hier müsste da doch noch... Oh, wow, 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 wow. Das sieht hier nicht besonders gut aus. 0 zu 3 schon wieder. 2 Sechser, also 2 Top-Tiers sind schon weg. Und da ich jetzt hier 0 Feuerkraft hinter mir habe, werde ich mich jetzt auch hier verpieseln. Die Mitte ist komplett frei. Ich muss mich auf jeden Fall... Ich würde liebend gerne die Jungs da oben unterstützen, aber es rückt... Was? Die Mathilde hat mich von da hinten getroffen. Im Leben nichts. 0 zu 5. Ja. Schade. Wirklich, wirklich schade. 0 zu 6. Mann, 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 Mann. Da lohnt es sich noch nicht mal zu spotten, weil das eigene Team ja nicht mal drauf hat. Das ist ja das grundlegende Problem dabei. Schade. Wirklich schade. Das ist echt schade, wenn man solche Runden dann so... Ach Mann, 2 zu 11. Oh, 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 oh. Ich ahne Böses für die heutige Aufnahme. Das wird ja mal wieder gar nichts. Aber das hat man eigentlich leider Gottes auch schon am Anfang schon direkt gesehen. Die Mitte war einfach... Die Mitte war zu weit offen. Ja, und die linke Flanke war einfach zu schwach besetzt. Keine Chance. Jetzt wird der Tok nochmal runtergeschossen. Der wahrscheinlich noch Full Life ist. Dabei ist der Tok gar nicht mal so ein schlechter Spieler mit einer zweiten Erfolgsmarkierung. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ah, der ist aber jetzt Geschichte. Hat der... Hä? Hat der überhaupt zurückgeschossen? Ja, 6 zu 14. Tja. Schade, schade. Egal. So, was haben wir gemacht? 846 Schaden, AT8 Top-Tier, kein Schaden. Alles klar. KV85 sofort auch draufgegangen und die Hellcat ist sofort am Anfang draufgegangen. Schade. Es ist halt echt zunehmend wieder Nullrunden. Und das ist aber auch, muss man aber auch der Fairness halber dazu sagen, in den höheren Tierstufen ist genau das gleiche. Wenn ihr Tier 6, 7... oder 8 Fahrt habt ihr auch mittlerweile so viele Leute, die einfach mal keinen Schaden am Gegner machen. Manchmal bewegen sie sich ja noch nicht mal, da kann man sich ja zumindest drauf einstellen, aber es ist halt wirklich sehr, sehr oft der Fall, dass man wirklich überhaupt gar keinen Schaden von einem eigenen Teamkollegen bekommt. Und das ist halt irgendwie ein bisschen blöd, weil, ja, wie soll ich sagen, man muss ja letzten Endes irgendwie den Gegner bezwingen. Ne? So, wir verteidigen.
Ja, jetzt kommt hier wieder Captain Obvious, wo wir alle hin müssen. Erstmal ein kleines Stück nach vorne fahren, dann werde ich mich mal ein bisschen weiter hinten aufhalten, weil es scheint ja wohl nicht zu bringen, sich vorne dem Wagnis auszusetzen, andere Gegner aufzuspotten. Weil es hält ja keiner drauf. Dann brauche ich mich da auch nicht nach vorne dübeln. Ich mache jetzt einmal nur kurz ein kleines Lämpchen auf, damit man sieht ungefähr, wo das Team sich so aufhält. So, und dann hauen wir mal wieder ab, ne? Gehen wir mal auf die klassische Position, links außen. Denn dahinter scheint ja ein bisschen was zu stehen, was hoffentlich da im 4. So. Ja. Hey, du Lappen. Aue. Was schießt denn hier auf mich, wie doof? Uharo. Sehr schön. So. Lalalala. Ja, allzu viel halte ich jetzt nicht mehr aus. Ah. Da steht wohl eine Hummel, glaube ich. Oh, da steht aber noch ein M7. Juhu. Ernsthaft? Ach, im Leben nicht. Die hat mich doch nicht so getroffen. Quatsch. Doch nicht auf die Distanz. Krass. Oder durch Splash Damage. Ja, das könnte natürlich bei der Hummel sein. Naja, egal. Mal wieder ein bisschen zu offensiv gefahren, aber das ist halt einfach so, wenn man öfters mal Scout fährt, man muss halt offensiv fahren. Und das sah jetzt auch gar nicht mal so schlecht aus. Aber egal. Egal. Ohne Lampe ist das Ding halt echt ein bisschen schwierig. Nun gut, ja, warten wir noch das Ende der Runde ab und dann werde ich mich jetzt mal auf die Suche machen nach einem passenden... Warum der M7 da hinten steht, ist auch das Geilste. Der Scout campt hinter der AD, das ist ja sehr gut. Ja, dann werde ich mich jetzt mal auf die Suche machen, ob ich nicht irgendwo es schaffen könnte, nochmal die ein oder andere Sequenz aus der Chefy Rallye rauszuschneiden. Und dann gucken wir mal. Vielleicht die ein oder andere von euch kennt es noch. Diejenigen, die es nicht kennen, werden mit Sicherheit denken, so, wow, das ist ja richtig cool eigentlich. Nimmt der M7 jetzt... Der nimmt noch den Cromwell mit. Was ein Camperlappen. Ja, also der M7 aus dem Gegnerteam hat auf jeden Fall seine eigentliche Funktion völligstens verfehlt. Sehr schön.
Aber gut, er hat 3 Kills gemacht, er ist wahrscheinlich sogar Topscorer aus dem Team. Manchmal ist es halt dann doch vielleicht die richtige Variante, wenn man auf seine Stats achten will, dann sich hinten in die Garage reinzustellen. Hinten in die, guck mal hier, 3 Kills unter den Top 3. Mit einem leichten Panzer. Läuft bei dem. Naja gut. So, liebe Freunde, das soll es dann jetzt erstmal aus dem aktiven Spiel heute erstmal gewesen sein. Und ich mache mich jetzt auf die Suche nach ein paar Auszügen aus der Chefrallye und sage dann mal bis gleich. So, liebe Freunde, da sind wir auch schon wieder, beziehungsweise bin ich auch schon wieder und man sieht, das war Version, boah, weiß ich gerade gar nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich hier mal durchgegangen, wie denn der sogenannte M24 Chevy Sport ausgestattet war. Man sieht hier, es gab nur eine einzige Version. Es war die Tierstufe 1, die angegeben war. Und ja, 10. Da steht irgendwas am 29. September, aber leider Gottes steht das Jahr nicht dabei. Aber ich tippe, das ist so gute 2 Jahre her. Ist auf jeden Fall schon eine ganze Ecke her, wie man sieht. Habe ich da noch mal damals noch schön das XVM benutzt. Und hier sieht man schön die 3 Reihen. Also es waren immer 3er-Teams. 3 links, 3 rechts. Und dann ging auch schon die Rallye los. War wirklich eine richtig witzige Angelegenheit, das Ganze. Man hat also immer 3-3 gemacht. Ziel war es entweder das Gegnerteam natürlich runterzuschießen, wie es auch in der normalen Runde der Fall gewesen wäre. Oder aber, dass man den Parcours, den man halt unten rechts auf der Minimap sieht, soweit, ja, sag ich mal, durchfährt, dass man bis zum Ende, wo ist hier eine schöne Abdrängaktion. Also man sieht auch anhand des Speedes, dass es richtig zur Sache ging. Es war halt eine richtige Rallye, so wie es sich halt eben gehört. Hier schön, Jump, jawohl. Jawohl, da geht richtig die Lucy ab. Also man hat auch richtig schön gedriftet, wie man das mit dem Chevy auch machen kann, auch im normalen Spiel. Ja, oder man fährt halt den Parcours durch und hat am Ende der, des Parcours natürlich die klassische Base, die man einnehmen muss. Das ging natürlich deutlich schneller als in einem normalen, Gefecht. Hier, schöner, netter Jump. Ich glaube, die Runde habe ich... schön gedriftet. Ja, jetzt bin ich angefangen, hier den Gegner zu beschießen. Das war damals mit Auto-Aim natürlich nur möglich. Alles andere wäre keine... Oder hätte man gar keine Chance gehabt. Und man sieht hier, das Ding driftet wie Hechtsuppe. Ja, und man sieht auch während des Auto-Aims, selbst mit dem Auto-Aim ist es sehr, sehr schwierig. Oh! Ah, ja genau, das war der schöne Bug. Wenn man da nämlich drauf gelandet ist, hat man einfach mal akut angehalten. Man sieht, man hat 1000 Strukturpunkte mit dem Chevy, was natürlich überdimensional ist. Aber wie gesagt, es ging in erster Linie um den Rallye-Faktor an sich. Es gab, wie gesagt, 2 verschiedene Parcours. Einmal oben drüber, einmal unten drunter, je nachdem, auf welcher Seite man dann auch gespawnt ist. Och, schon wieder angehalten. Schade. Auch hier war es mehr oder weniger das große Problem, was auch die anderen oder was auch im normalen Spiel immer der Fall war. Es gab Mitspieler, die haben halt sich überhaupt nicht an dem Team beteiligt. Die sind dann einfach hinten stehen geblieben und dann hat man eigentlich schon, bevor die Runde begonnen hat oder als die Runde begonnen hat, schon direkt die Runde abschreiben können. Wie man sieht, auf der Minimap jetzt unten rechts, da ist noch einer von uns, der hinten nun rumgammelt. Eigentlich ist die Runde schon so gut wie verloren. Es war halt sehr schwierig und vor allen Dingen auch, man musste auch taktisch ein bisschen vorangehen. Weil es gab mehrere Möglichkeiten, wie gesagt, das Spiel zu gewinnen. Und ja. Das war halt schon eigentlich ein witziger Fun-Modus. Ich habe mich jetzt bewusst mal hier hinten hingestellt, um die Möglichkeit zu machen, dass man zumindest resetten kann. Denn das ging immer relativ schnell. Ihr seht ja, 15 Sekunden nur und dann 2, 4, 3 und Ending Gelände. Ja,
Also das heißt, wenn drei Jungs, also wenn alle drei in der Base gelandet sind, hat man schon gar keine Chance mehr gehabt. Schade. Ja, das war so ein bisschen so die Chevy-Rallye. War natürlich ein Ultra-Fun-Modus. Ich glaube, das ging sogar ganze 4 Wochen lang. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Das war wirklich sehr, sehr gut. Und ja, man sieht, 193 Schaden, leider Gottes keine Erfahrung. Aber man hat, ich glaube, man hat, glaube ich, für einen Sieg immer 1000 Erfahrungspunkte bekommen. Und da musste man halt dementsprechend auch was zusammensammeln. Also man musste gute Siege einfahren, um auch wirklich, ja, sag ich mal, erfolgreich unterwegs zu sein. So, noch eine Runde. Vielleicht habe ich diesmal ein bisschen mehr Glück. Wobei, man muss wirklich sagen, die meisten Runden waren halt wirklich nicht gerade erfolgreich. Was für die Chevy Rallye auch, ja, also viele Leute fanden die ganz toll, aber man war halt wirklich, dadurch, dass es 3 gegen 3 war, wirklich davon abhängig, dass auch alle mitmachen. Und wenn das nicht der Fall war, dann war halt Ending Blende. Dieser verzögerte Start hat sich dann im Nachgang rausgestellt, war die bessere Variante, als wenn alle drei nebeneinander fahren. Weil man einfach, ja, gar keine Chance sonst gehabt hätte, einen guten Start hinzulegen, weil sich ja alle in die Wege kommen, ne? So. Vom Handling her war es wirklich manchmal sehr, sehr schwierig, weil der halt so extrem schnell war, dass man, ja, quasi gar keine Chance hatte, gut in der Spur zu bleiben. So. Dann gab es auch zwischendurch mal die Taktik, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mache, nein, hier rauf auf die andere Spur der Gegner zu fahren und die dann von hinten wegzuschießen, war auch eine gute Idee, aber 1000 Strukturpunkte mit dem Chevy runterzuschießen, da reichten nicht mal 10 Runden für. Man sieht ja anhand der Treffergenauigkeit, wie hoch das Ganze ist. Es war auch mal die Idee, beziehungsweise das habe ich mal probiert. Oh, jetzt kriege ich hier einer der Gegner scheint wohl hier bei uns auf der Spur zu sein. Ich werde von hinten angeschossen. Aber diesmal versuche ich relativ zügig das Ziel zu erreichen. Was wahrscheinlich aber nicht hinhauen wird. Denn es ist nämlich schon wieder einer von uns hinten dran. Ja, nee, das wird nichts. Das wird nichts. Es sei denn... Oh, jetzt bleibt noch einer stehen. Ja, jetzt bin ich alleine vorne mit rein. Nee, das wird nichts. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Runde jetzt ausgeht. Ich habe mir das Video nicht wirklich angeschaut. Aber man sieht schon auf der Minimap, ich bin zwar weit vorne, was auch passen würde, aber meine Mitspieler sind leider Gottes nicht da, wo sie hingehören. Nämlich bei mir in der Nähe. Schade. Oh, schön mit Auto-Aim hier. Das konnte man nur mit Auto-Aim spielen. War gar keine andere Chance. Man sieht schon, wie das Ding driftet. Das war schon echt krass. Also der Modus war wirklich witzig. Aber wie gesagt, das hätte man nur in einem Dreierzug spielen können. Alles andere hätte hier nichts gebracht, weil man halt auch wirklich so dermaßen angewiesen war auf die anderen. Hier reihenweise von hinten jetzt runtergeschossen. Wenn natürlich drei auf einen kommen, dann sieht das natürlich schon ganz anders aus. So, jetzt gucken wir mal, was ich jetzt hier gemacht habe. Okay, ich nehme die Basis gerade ein. Plus 3. Ja, schade. Ja, auch meine beiden anderen Kollegen stehen jetzt so wie ich ursprünglich mal hinten. Ja, und das war es auch schon wieder. Schade. Wirklich, wirklich schade. Vielleicht habe ich aber auch nochmal eine Runde aufgenommen, die das Ganze mal als Sieg darstellen lässt. 470 Schaden, der andere hat gar nichts gemacht, okay. Na gut, alle guten Dinge sind 3. Vielleicht klappt es ja in dieser Runde. Wäre natürlich sehr schön. Ich muss ja zumindest mal eine erfolgreiche Runde hier aus der Chevy Rally zeigen. So, und da geht's auch schon wieder los.
Mann, das waren noch Zeiten, wo ich X4M genutzt habe. Junge, Junge, Junge. Diese ganzen Mods und dieses ganze Gedönse und drumherum und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Das war schon lustig. Würde mich mal wirklich interessieren, falls das jemand von euch weiß, der auch die Schiffi Rallye mitgemacht hat, welche Spielversion wir damals hatten. Das war doch mit Sicherheit noch die Version 8. noch was. Ich glaube nicht, dass das schon die 9er war. Könnte ich mir wirklich sehr, 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 sehr schwer vorstellen. Hier sieht man das Problem, wenn so zwei nebeneinander fahren oder drei nebeneinander. Man kann sich einfach nicht mehr bewegen. Ich war dann jetzt einfach mal so dreist und habe den Kollegen da vorne abgedrängt. Aber jetzt sieht man wirklich mal, wie das Ding taumelt. Ich glaube, jetzt habe ich probiert, richtig auf Zeit zu fahren. Um halt einfach die Chance zu bekommen, wirklich mal das Ganze erfolgreich zu beenden. Man sieht, der Turm steht auch noch starr. Das heißt, ich habe wirklich mich nur aufs Fahren konzentriert, nichts anderes. Aha. Das Gegnerteam hat jetzt einen, der da hinten rumdüst. Das heißt, wenn wir jetzt gut nach vorne düseln, wenn jetzt keiner von uns mehr stehen bleibt, hätten wir rein theoretisch die Möglichkeit, das Ding erfolgreich nach Hause zu fahren, ohne dass ich einen Schuss getätigt hätte. Denn wie gesagt, es gab zwei Möglichkeiten. Entweder das Team runterzuschießen, was nie hingehauen hat, weil man einfach zu viele Strukturpunkte hatte. Oder halt richtig auf Rallye zu fahren. Das heißt also die Bestzeiten, dass die, man gesagt hat, okay, man macht das jetzt so, dass beispielsweise zwei nach vorne fahren, einer bleibt hinten und versucht die anderen dann dementsprechend daran zu hindern. In der Regel war es so, wenn man beschossen wurde, hat man automatisch versucht zu reagieren. Jetzt bin ich angefangen hier zu reagieren. An den Turm gedreht. Aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ein bisschen Vorsprung habe ich schon. Jetzt kommt natürlich die Außenbahn. Was leider Gottes ein bisschen schwierig ist. Aber das dürfte hinhauen. Ein roter jetzt ganz weit nach hinten. Okay, jetzt gehe ich aufs Auto-Aim. Beziehungsweise ich habe es probiert. Oh, das sieht gut aus. Meine Jungs kommen gut hinterher. So. 38 Sekunden, wenn man alleine im Dingens drin war. Oh, jetzt bin ich mal schön hier mal rausgeflogen. Jawohl, vielleicht schaffen wir es diesmal. Oder aber auch nicht. Uiuiuiui, was ein Jump. Was ein Jump. Sehr gut. Immer schön runterschießen. Das hat manchmal natürlich hingehauen, jemanden runterzuschießen, aber in den seltensten Fällen. Schade. Oh, das sieht gut aus. Wir führen noch ganz gut. Sehr schön. Oh, das Ding haben wir. Das Ding haben wir. Das Ding. Das Ding haben wir. Sehr geil. Sehr schön. Also man sieht, es war runterschießen war möglich. Der hat nur noch wirklich ein paar Strukturpunkte. Ach, schade, schade, schade. Ja, liebe Freunde, das war die Schiffi Rallye. Wie gesagt, ein Modus, den man sehr, sehr... Nah, ist 29.09.2014, da sehe ich es gerade. Sehr schön. Und man hat eine Rennfahrermedaille bekommen für den Sieg. Ganz genau. Ja, ja. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Oh, die haben sogar einen von uns gekillt. Krass. Okay. Na gut. Ja, liebe Freunde, das soll es für heute dann auch gewesen sein. Es war eine kleine Folge für den Chefi, die paar Runden, die wir im Vorfeld gespielt haben. Und dann, wie schon angedroht, natürlich auch...
die oder der Auszug jetzt gerade von der Chevy Rallye damals aus 2014, was eine sehr schöne Aktion war und vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal wieder. Wir lassen uns überraschen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und so weiter und so fort. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit was, mit wem, warum und warum und wieso überhaupt und ob wir siegreich oder nicht sind. Das werden ihr das alles in der kommenden Folge sehen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, reingehauen und tschüssing!